Hallo und herzlich willkommen zu so einem Spiel. Habe ich da gerade einen Schrei gehört? Okay. Okay, Moral ist ziemlich scheiße momentan. Was natürlich nicht cool ist. Was ist denn das für ein Geräusch? Das ist eine Frau, die schreit, oder? Okay, wir müssen hier renovieren, hat er gesagt. Ach, was weiß ich. Wir müssen auf jeden Fall erstmal eins machen. Und zwar ein Infektionsherd hier in der Nachbarschaft aus... Rotten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu nehmen wir unseren Infektionsherd Meister mit. Ich hoffe, ich finde ihn. Und ich hoffe, er ist wach. Ja, er ist nicht wach. Komm mit. Alles klar, danke. Der liebe Nate ist natürlich auch wieder mit am Start. Und wir gehen ja, hier hoch. Und ich glaube, da war das, ne? Hier war, glaube ich, das Seuchenherz. Von daher gehen wir genau da jetzt auch hin und räumen da mal wieder ein bisschen auf. Was haltet ihr davon? Wahrscheinlich nicht viel. Es ist außerdem auch schon wieder Nacht. Warum mache ich sowas immer nachts? Ich weiß es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum der Medikamentenvorrat aufgebraucht ist. Ich meine, wir haben doch sau viele Medikamente. Guckt doch, hier sind Schmerzmittel, da sind Bandagen, überall ist irgendein Kram. Man muss sie halt nur nutzen. So. 7, irgendwas. 7, irgendwas. Nehmen wir hier mal ein bisschen was mit. Auch vielleicht mal so an Schmerzmitteln. Das kann ja auch nicht schaden. Nicht, dass wir dann gleich Probleme kriegen. So, und weißt du, was wir jetzt auch mal mitnehmen? Ist mal eine Röhre mit Feuerwerk. Kann ja vielleicht was nützen. Ups. Okay, Entschuldigung. So sollte das nicht sein. Okay. Gut, dass unsere Lampe hier nie ausgeht, ne? Die hat scheinbar eine unendliche Batterie drin. So, und wir fahren natürlich dahin. Denn zum Laufen, ja, man könnte dahin laufen. Soweit ist echt nicht, aber... Im Auto ist halt dann doch sicherer. Und ich weiß auch nicht, warum er sich raussetzt. Ich würde ja lieber drin sitzen, aber okay. Das ist natürlich seine Entscheidung. Er ist da ja schließlich alt genug für. Okay. What the hell? Was hat das denn jetzt? Haben wir so einen Fetten überfahren oder was? Ich kann gleich mal die ersten Painkiller benutzen. Da sind wir noch gar nicht dort. Eieiei, das hat ja gut angefangen. Scheinbar haben wir so einen Fetten überfahren? Ich habe keine Ahnung. Sah so aus, ne? Oje, das kann ja heiter werden. So, wir überfahren die ganzen Mäuse mal. Okay,
Was ich jetzt aber mal probieren möchte. Cool, das ist wie ein Silvester. You know, I used to be a huge baseball. Hold that back. Oh, schade, jetzt wollte er gerade was Privates erzählen. Wollte gerade irgendwas mit Baseball erzählen. Ups. Bin ich natürlich hier wieder. So, like I was saying. You know, I used to be a huge baseball fan. Last time we tanked in the playoffs, I was crushed for a month. Yeah. Let's drop off some goodies with the neighbors. So, like I was saying. Yeah. I guess tragedy isn't what it used to be. Okay. Alter, hört auf, die ganze Zeit Funkdurchsagen zu machen. Ich kann das nicht brauchen. Plague hard in sight. Wir fahren hier mal hin. Wie gesagt, mit dem Auto ist halt wirklich die einfachste Methode, Zombies zu töten. Warum sollen wir sie nicht nutzen? Ansonsten verschwenden wir nur wieder Munition, Kraft, alles Mögliche. Wo ist Nate? Ist der schon drin? Ich hoffe es zumindest. Looks like we picked up a hitchhiker. Looks like we got trouble. Nö, 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 noch ist alles gut. Aber wo ist Nate? Ach, der sitzt hinten drin, die Sau. Habe ich nicht mit ihm gerechnet. I still have nothing new on this Project Osiris, but Red Talon is investigating. Could just be a citizen radio broadcast, but I don't think so. If there's anything to it, we will let you know. Das Ding ist, hier ist irgendwo der Fette, der da vorne schlurcht, dann nehme ich rum. Das ist nicht gut. Der Fette ist nicht gut. Boah, das war knapp. Dieses Autodrehen der Kamera ist auch ziemlich nervig, muss ich sagen. Okay. Ich würde sagen, let's go. So. Ich glaube, wir nutzen jetzt mal die Waffe. Die kann man nochmal aufladen mit X. Ich glaube, wir nutzen jetzt mal die Waffe. Die wird uns im Nahkampf mehr bringen. 8 Schuss haben wir. Was? Was war das? Die Musik ist auch wieder mal sehr psycho unterwegs. Finde ich toll.
I better keep an eye out for plague zombies. Irgendwo hat doch gerade was gemacht. Das hab ich genau gehört. Vernichte das Seuchenherz. Ja, wir werden es probieren. Wollen wir einfach den Haupteingang nutzen? Ist das da schon? This place is just awful. Achtung! Damn things are starting to surround us. Ich glaube, ne. Ja, komm, den schnetzest du doch weg, oder? Dachte ich mir. Sehr gut, Nate. Du bist ein guter Mate. Gut. Wir haben leider nichts dabei. Und wir haben auch wenig Munition. Hey, same side. Weißt du, dass du zu mir gehörst? I'm barely hurting this thing. So, ich glaube, wir kriegen hier gleich Probleme. Oh, fuck. Oh, wir haben schon Probleme. Ah, wer hätte das gedacht? Flatsch. So, ich wähle doch mal die Sniper aus. Oh. Komm, Nate, ist doch gar kein Problem, da helfe ich dir. Hi. Nate, nimmst du meinen anderen? Dankeschön. So, weiter geht's. Hi. Ihr werdet ja eine Uflegen, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, wie geht's uns so? Ich hoffe, bei ihm ist wieder alles okay. Das nachgeladen ist. Cool. Nun sind doch schon wieder Zombies. Hältst du mir den Rücken frei, ja? Sehr gut. Okay, it's on the road. Oh mein Gott. Oh, das war nice. Habt ihr das gesehen? Voll ausgewichen. Und dann von der anderen Seite geklopft. Kloppen, 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 alle kloppen. Wie viele hier auch schon wieder sind. I'm barely hurting this thing. Ist hier jetzt noch irgendwo ein Zombie? Nee, ne? Yes. Perfekt. Und wieder ein Zombie-Herz gedingst. Heilmittel verabreichen. Shit, okay. Nate hat ein Problem. Maybe they don't hear so well at all. Ups. Das ging schnell. Wir durchsuchen jetzt natürlich hier auch noch diesen Markt. Oh
Oh, wo bist denn du? Alles klar. Ich habe ihn gerade für einen Moment für Nate gehalten. So, hier liegt noch irgendwas. Was liegt denn hier rum? Ah, wir machen mal keine Schnellsuche. Sonst wird es nur wieder zu laut. Nichts gefunden. Na, klasse. Na gut, dann gehen wir zurück zum Auto. Und verzwiebeln uns, würde ich mal sagen. Wieder mal einen solchen Herd hier zerlegt. Was schon mal sehr positiv ist. Wie wir heimkommen, wissen wir auch. Von daher... alles gut. So. Was wir in der nächsten Folge machen, weiß ich noch nicht genau. Wir werden auf jeden Fall mal schauen, dass wir hier so ein bisschen wieder auf den Damm kommen. Was aber gar nicht so leicht ist irgendwie. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir fahren jetzt noch schnell heim. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Euer Fridde. Tschüss.